Hey und willkommen zurück zu Ghost Recon. In der heutigen Folge will ich mir den General Barrow vornehmen. Und zwar, also ich möchte als erstes hier den Hauptmann mir vornehmen und danach General Barrow. Wenn ich zeitlich noch schaffe, vielleicht noch La Plaga, mal sehen. Aber auf jeden Fall schließe ich das Gebiet hier ab. Und gucke dann mal, wie es dann weiterläuft. Unidad ist aufgeflogen. Ein Kartellmann trifft sich mit seinem Unidad-Kontakt, um seine Identität preiszugeben. Ich bin der Pilot. Das darf nicht passieren. Folgen Sie dem Offizier und eliminieren Sie den Kartellmann. Da ist schon ein Sniper-Turm. Vielleicht sollte ich nicht direkt rüberfliegen. Okay. Sogar ausnahmsweise mal geschafft, kein Heli zu schrotten. Und dann tue ich mal mit der Drohne. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinen. Ein eher kleinerer Stützpunkt im Gegensatz zu dem letzten. Der war ja echt die Hölle. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Bestätige, Ziel ist der Unidad-Kontakt. Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten. Machen wir das sauber und nach Vorschrift. Digga, hast du diesmal was Gutes? Der letzte Typ war Mierda. Yankee-Spion in der Unidad? Wie viele? Listo, listo. $10,000. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Bueno. Okay, in einer Hütte in den Bergen. Ich frage mich, wie viele Leute Bowman hier draußen hat. Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen. Stimmt. Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartellinformanten um. Also den soll ich jetzt verfolgen. Das heißt, ich bräuchte ein Auto. Hol ich mir mal eins. Apakatari um ein Fahrzeug gebeten. Der Sponsor direkt am Eingang ist natürlich sehr vorteilhaft. Ich fahre. Kommt natürlich jetzt darauf an, wo er abbiegt. Also am besten fahre ich erstmal hier ein bisschen in den Wald. Ach, jetzt ist er endlich los. Er fährt da oben lang, richtig? Ja. Dann kann ich ihn ja hier unten abfangen. Oder dann weiter verfolgen. Augen auf, die Tochter des Generals sollte hier sein. Wow. Fast ein Verkehrsunfall. Das ist schon relativ auffällig, wenn ich den hinter dem so herfahre eigentlich. Was macht er denn? Ist auf einmal angehalten. Ist aber auch eine schöne Ecke hier. Das Leveldesign von Ghost Recon ist wirklich richtig gut. Es gibt hier viele schöne Ecken. Hier ist wieder ein Stützpunkt. Da fährt er dann vorbei, okay. Hier bin ich da 100% erkannt. Nee.
Okay, da wären wir dann schon. Du musst auf jeden Fall hier halten. Da hinten ist Sackgasse. Ja. Okay, ich sollte also den Informanten töten. Der ist ich da oben. Ich sehe den Santa Blanca Informanten. Erledigen wir ihn. Hier ist Ziel Nummer 5. Ein Sägewerk, okay. Schön. Da war doch... Ja, genau. Mir fehlen noch ein, zwei Leute. Die sind wahrscheinlich im Gebäude. Ist hier unten jemand? Ja. Noch jemand vielleicht? Ne, der zweite ist oben. Ach, egal. Ich hole dir so. Oh. Nein. Da ist er. Ich gehe in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Ja, Mijo. Fuck, greife an. Okay, jetzt haben wir schon alle drumrum seitig. Jetzt kann ich mir die vornehmen. Das war eigentlich recht einfach, muss ich sagen. Ziel erledigt. Ziel erledigt. Der Kartellinformant ist tot. Unsere verdeckten Ermittler sind sicher. Der Hauptmann muss, glaube ich, auch nicht weiterleben. Oder? Schön. Das ging jetzt schneller als gedacht. Dann kann ich mich direkt hier ran machen. Der einzige Weg, an General Baro heranzukommen, ist über seine Tochter Erendira. Wir können sie als Köder benutzen, um Baro rauszulocken. Aber sie muss kooperieren. Überzeugen Sie sie irgendwie. Wahrscheinlich alle anderen töten und sie damit nehmen. Kann ich mir vorstellen. Oh, ein Alpaka. Nee, ein Reh. Aber es sollte auch nicht das Ziel sein. Ihr solltet nicht mehr nach Freude verlangen, als ihr vor Trauer oder Zorn davonlaufen solltet. Ein Mensch sollte danach trachten, sein Leben mit Leidenschaft zu leben. Er sollte all die Gefühle empfinden, und zwar tief. Lasst eure Gefühle frei aus dem Herzen strömen. Menschen, durch deren Adern das Leben strömt. Das braucht die Welt, und das braucht Santa Blanca. Ich halt mal hier. Irgendwie ist hier ja gar nichts los. Aber das ist... Das kann nicht sein. Hä, ist die hier wirklich alleine oder was? Da ist sie. Denk daran, wir haben nur sie. Wir brauchen sie. Und wenn sie nicht helfen will? Wie gesagt, wir haben nur sie. Ach so. Okay, ich dachte, hier wären irgendwie Gegner. Santa Blanca Orden ist ein schönes Souvenir. Sie sitzt da einfach seelenruhig. Geh mal lieber von hinten an die ran. Weil ich nicht weiß, ob die sich wehrt, wenn ich mit der reden will. Oder ob ich die jetzt wirklich dazu zwingen muss. Anscheinend ja nicht.
Hä? Herendira, buen día. Wir suchen General Baro. Lo siento. Mire, ich kann nicht helfen. Doch, Sie werden. Der General ist Ihr Vater. Wir wollen nur reden. Okay. Warum soll ich das glauben? Weil Sie keine Wahl haben. Sie glauben, das Kartell ist böse? Wir sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Papa, die Gringos haben mich. Americanos, mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihnen nicht. Er sagt, sie sind gefährlich, peligrosos, aber er hat meinen Treffpunkt genannt. Ja, dann beeil dich mal. Ich habe jetzt schon gedacht, der haut der Frau eine über die Rübe. Wir brauchen General Baro. Freuen wird er sich darüber aber nicht. Zuerst will ich zum Treffpunkt. Ich fahre mit der Kutsche dahin hier. Moment, ich fahre. Oh, Entschuldigung. Geh schon, ich komm nach. Okay, es packt wieder irgendwas im Auto rum. Das ist der Treffpunkt. Geil. Augen auf. Ich trau dem Kerl nicht. Ich auch nicht. Ich steig schon mal hier aus. Das kann nicht gut sein. Da ist doch mit Sicherheit die Hölle los jetzt. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Setze Drohne ein. Ah, nicht getroffen, Mist. Hä? Toll. Der General. Ihr Jenkins seid stolze Bastarde. Hä? Wow. Der Hauptmann setzt sich ab. Der ist einfach direkt da gespawnt. So ein scheiß Hauptmann. Ach du Heilige. Ich nehme die Penne unter Feuer. Wartet. Ein Helik los runter. Scheiß Dreck. Schnell in Deckung. Ja. Das war natürlich ein schlechter Start. Alter, nein. Ich glaube, das kann ich gleich nochmal probieren. Ja, ja, ich probier's doch. Nein, nicht als... Oh. So, jetzt hinterher. Da kommt dann noch so ein Konvoi, genau, geil. Ja, genau. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer.
Der General, die feige Sau. Das Auto sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Sollten wir nur schnappen, ne? Nicht töten, oder? Komm mit. Quédate quieto. Ein General weiß, wann er sich ergeben muss. Oh nein. Das hätten Sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Oh. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Junge, mach bitte schneller. Bitte, bitte. Es ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit den Rebellen und wollen, dass Santa Blanca... Ja, er steigt einfach aus! Es kann Ihnen nicht gefallen, wie Ihr Land behandelt. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihre Tochter ist sicher. Und ob Sie uns helfen oder nicht, Sie werden mitkommen. Oh. Ich will gerade den Rebellen umbringen. Oh, Mann. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr gestorben, aber das war... Das war ja von vorne bis hinten verkorkst, echt. Oh. Und direkt nochmal probieren. Da spawnt der Typ einfach direkt hinter mir und dann ist schon alles vorbei. Also, schlechter hätte es nicht anfangen können. Achtung, Feindpräsenz. Ich will nur mal kurz gucken, wo ist denn der Buggy? Der war eigentlich ziemlich geil. Da ist der Buggy, okay. Vorsicht, der General hat uns verarscht. Schnappt ihn! Granate kommt. Komme mierda, Culeros. Sieht aus, als hätten wir sie aufgeschleicht. So, jetzt direkt hinterher. Los, los, los. Runter, alle runter. Heli. Los, Heli. Drei für Tango, scheiße, Mann. Oh, fuck it. Bleib schön hier. Ich würde beim Fahren gerne irgendwas rauswerfen können. Wow! Wollte den rammen und bin fast ins Wasser geflogen. Ach du Heilige. Nice, der ist auch weg. Ich glaube, ich schieße da mal mit drauf. Obwohl, ich hole mir lieber den Typ hier schnell. Ein General weiß, wann er sich ergeben muss. Das hätten Sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Das Auto brennt auch schon. In Bolivien aber nicht um Hilfe. Es ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit den Rebellen und wollen das Santa Blanca-Kartell ausschalten. Es kann Ihnen nicht gefallen, wie die Ihr Land behandeln. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihre Tochter ist sicher. Und ob Sie uns helfen oder nicht. Boah, ich hab's geschafft. Ich war gerade so angespannt. Welchen Wunder, dass die mich nicht abgeschossen haben. Meine Tochter ist nicht wie ich. Sie ist nett, wo ich grob bin.
Sie denkt mit dem Herzen. Das werde ich nie verstehen. Weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Sie sollen aber aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? Oh, voll vom Baum. Und für meine Fehler. Sie hätte sich vor meinem Feind in England oder Spanien verstecken können. Stattdessen bleibt sie in Bolivien und lernt an einer Armenschule. Das ist gefährlich. Sie sühnt für meine Taten. Sie sind kein Engel, Sir. Aber ich halte Ihre Tochter für eine Frau, die ganz eigene Gründe für ihre Entscheidungen hat. Warum sollte... Oh, jetzt haben die das Gespräch abgebrochen. Komm mit. Nein. Oh. Wir erreichen den Treffpunkt. Haltet die Augen auf. Ich wollte nur rausziehen. Das waren gute Männer. Ich habe da gar keinen gekillt. Das waren meine Teamkollegen. Ehrlich. Vale, Pendejo. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kam nicht an den Präsidenten ran? Nein. Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich hatte zu viele Schießereien mit der Unidad, um Mitgefühl zu haben, Sir. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für Ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Und ich habe einen Freund, einen Colonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Das wäre natürlich optimal, wenn man die Unidad gegen die gegen das Kartell aufbringen könnte. So in der Gänze. Nicht nur einzelne Leute, sondern komplett. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit, Herr Flor de Oro. Jetzt, wo General Baro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen die korrupten Offiziere in der Unidad Probleme. Und ihre wow, ich habe eine Pistole bekommen. Verdammt geil. Richtig. Mit Baro und seinem Militär auf unserer Seite werden die Unidad-Patrouillen weniger glimpflich mit den Kartellmitgliedern umspringen. Das erzeugt Spannungen. Richtig. Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ende. Sehr cool. Ich habe ja nicht gedacht, ich muss gegen ihn kämpfen oder so, aber der ist ja anscheinend gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich mache jetzt zum Ende der Folge noch so ein bisschen Nebenmissionen und fange dann in der nächsten Folge an, La Plaga zu bekämpfen oder zu eliminieren. Ich denke, das ist am besten. Wie ist denn die Waffe vom El Baro? Will ich mal kurz gucken. Probiere ich einfach mal. El Muro war unterlegen und das wusste er auch. Was tut man, wenn man keine Armee hat, aber eine braucht? Man kauft eine. Offiziere haben wie Prostituierte ihren Preis. Quebren als Menü. Es war richtig. Ich hätte genau dasselbe getan. Doch El Muro vergaß. Wow. Angst ist immer mehr wert als Geld. Oh ja. Die zerfressen sich langsam selbst. Das ist schon mal gut. Es dauert jedenfalls nicht mehr so lange, bis dann das Kartell zerfallen sollte. Hä? Jetzt macht mein Controller schlapp, Alter. Bitte nicht. Du musst noch ein paar Minuten aushalten, bitte. Startbereit. Oh.
Das wollte ich so jetzt nicht, Mann. Jetzt der Konvoi hin. Ach, der ist da hinten. Okay. Nur schießt du auf den Affen. Verstanden. Sehe Santa Blanca Konvoi. Sieht nach Nahrung. Wow, 3500. Greifen wir an. Die Rebellen brauchen das Essen dringender als das Kartell. Wir haben, was wir wollten. Sehr gut, dann habe ich sogar noch den Konvoi direkt mitgenommen. War zwar eher schlecht als recht, aber scheiß drauf. Verfickte Scheiße! Warum haben die mich denn sofort entdeckt? Oh, jetzt Wasser. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Alter, ich hoffe, mein Controller hält nur die paar Minuten aus. Das wäre jetzt richtig blöd. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe noch einen Tango. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Feind markiert. Wir sind jetzt bei 10. Feind gesichert. Das sind meine Teamkollegen und zwei Meter daneben sind die... Hat einen Tango. Die Leute von der Uni, dort. Ich habe eben noch mit dem General gesprochen. Und zwei Sekunden später töte ich wieder die Leute von der Uni, dort. Leider, das sind echt viele. Ach, der ist hier vorne. Genau! Ich schieße mit einem Schalldämpfer und die drehen sich auf einmal alle um. Alles klar. Ich bin so im Arsch. Das kam vom Flugfeld. Ach ja, danke. Wow. Oh Mann. Manchmal ist das so unlogisch, echt. Danke. Sobald ihr mich... Meine Leute schießen einfach das Flugzeug kaputt, damit ich es ja nicht wegfliegen kann. Granate fliegt. Es hat keinen Zweck mehr, echt. Mein Controller, der ist kurz vorm Ende. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich verabschiede mich schon mal hier, denn mein Controller ist jetzt gleich, oder ist schon, geht schon dauernd aus, weil er gleich leer ist. Und das gibt's einfach nicht. Ich verabschiede mich schon mal. Ich mache den Rest dann hier später. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet bitte das Video. Macht's gut. Tschüss.